Andere Wolken, Blätter, die runterkommen, die sind zu sehen, und Partikel. Was hat der Draco wieder installiert? Ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Ambuts-Server Let's Play. Ich habe so ein Biom gefunden, Mangroven Forest heißt es. Und ist ja Seite 1.19 drin. Jo, endlich. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Genau, also ich bin seit der letzten Folge hier einfach ein bisschen nach Nordosten gegangen. Hier hoch, hier rüber und so weiter. Und habe währenddessen ich hier sehr viele Mangrovenbäume gefällt habe, noch hier runter und habe einen großen Mangroven-Forest noch gefunden. Und ist das ein Dorf hier? Nö. Aber da oben ist irgendwo ein Dorf gewesen, genau hier. Okay, wunderbar. Ich habe gerade vor kurzem noch überprüft, ob das Video gut geht und habe gesehen, Twitch Studio hat gar nicht den Ton aufgenommen. Hä? Ich habe nur Twitch Studio gestartet und es hat keinen Ton freigespielt gehabt, also es hat nichts angezeigt. Dann habe ich nochmals kurz neu geladen und dann ging's. Aber hätte ich jetzt keinen Ton, das wäre schlimm. So, wenn ich jetzt K drücke. Okay. Wenn ich jetzt hier Grafikeinstellungen, Shader-Pakete, genau. Bliss auswähle. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Hä? Seht ihr nichts? Was ist das für ein Bug? Irgendwie ist der Shader gerade gar nicht aktiv. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist einfach so Windows 11 oder so, was manchmal nicht funktioniert. Shader-Einstellung? Hallo, funktioniere. Irgendwie ist der Shader kaputt. Okay, jetzt bin ich kurz auf den Desktop geworfen worden. Wie geht's? Komisch. Ich habe keinen Shader mehr aktiv. Vorher hatte ich ihn aktiv. Was ist denn das für ein Bug? Was ist das für ein... Nein. Das ist eben der Physik-Mod. Physics heißt es. Das ist auf Englisch geschrieben. Physics. Physics. Und dann gibt es noch Falling Leaves. Das ist eben da die Ding. Und ja, Physics-Mod macht auch so Partikel. Ja. Genau. Ich lasse es einfach mal liegen. So. Also. Wir gehen langsam wieder zurück. Ich will ja einen Baum bauen jetzt endlich, damit wir auch noch ein Haus haben. Und also ein Baumhaus ungefähr mache ich in einem japanischen bunten Stil. Also nicht ganz bunt, wie ihr wahrscheinlich jetzt denkt, wenn ich bunt sage. Und ein bisschen anders. Aber das werdet ihr dann sehen. Ich denke, es sieht schön aus für euch. Ja. So. Wow. Die zwei Türme. Ja, ich fühle mich wie ein Herr der Ringe hier, weil es so viel Mangrovenwald gibt. Ist ja irgendwie so wie der Elbenforest da. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ah, wir sind jetzt nach Norden gegangen. Ich wollte gar nicht nach Norden, ich wollte nach Westen. Wollen wir noch ein bisschen... Nein, ich wollte hier noch die Schatzkarte. Ja, wir müssen sowieso nach Südwesten. Ein bisschen verwirrend, wo ich hingehe. Ich muss ein bisschen mehr in die Minimap oben rechts schauen, in welche Richtung ich gehe. Ach komm, schlafen kurz. Nein, ich habe kein Bett. Ich tue extra kein Bett, falls ich sterbe, weil ich habe jetzt hier überall Schleime gesucht. Es spawnen einfach keine Schleime. Ich fühle mich von Minecraft und von Windows 11 ein bisschen verarscht. Übrigens habe ich noch einen anderen Mod, der heißt... Oh, jetzt muss ich den auswendig lernen. Also, wie er hieß. Können wir kurz mal nachschauen. Bobby. Der Bobby-Mod habe ich noch drin. Das heißt, ich habe mehr Sichtweite, als der Server eigentlich erlaubt. Meistens ist ja der Server bei 9 oder bei 12 Chunk-Sichtweite und ich habe mehr Sichtweite. Und es kostet halt viel mehr CPU-Auslastung und RAM-Auslastung. Es ist nicht für jeden zu empfehlen.
Aber ein toller Mod für den, der einen guten PC hat. Wirklich einen tollen Mod. Weil ihr einfach gar kein Nebel mehr habt, wenn ihr es richtig einstellt. Aber ihr müsst bei Grafikeinstellungen auch hier die Sichtweite erhöhen. Also ich habe es jetzt auf 20. Und 20 ist eigentlich schon fast Maximum. Wenn wir jetzt dann auf den Baum Aussicht schauen, dann könnten wir noch ein bisschen erhöhen. Meine Güte, diese Seerosen stören. Ich will die doch nicht zerstören. Das sind doch nette Seerosen, die sind so schön. Meine Güte, ich bin immer so beklemmt. Ich will die Natur so lassen, wie sie gegründet wurde von Notch, nein, von Jeb. Viel hat ja Notch nicht mehr so gemacht. Also der ist ja schon lange weg, seit 2014. Jetzt ist momentan wahrscheinlich Jeb, der die meiste Sache macht. Könnt ihr gerne mal erzählen, wenn ihr es wisst. Hier ist noch ein Wald, ein Blumenwald, genau. Aua, wieso treffen die immer? Ab da, ey, da muss jemand bauen. Jemand, der es gut bauen kann, muss da mal bauen. Das sieht ja so schön aus. Oh. Ich bin verliebt in den Working Green Reader. Oh ja. Aber die Wolken, die gefallen mir irgendwie nicht so. Ich kann den Mod, glaube ich, also es ist, glaube ich, ein einzelner Mod, kann ich wieder raushauen. Die sind nicht so schön, sie sind zu verfixelt. Sie sind einfach zu viereckig. Also jetzt müssen wir nochmal kurz schauen. Nordosten, jetzt okay, da müssen wir leider hier nochmal so ein bisschen in der Umgebung. Oh. Ich habe aber einen Zoom-Mod. Ich muss mich leider noch ein bisschen reinfinden. Ich habe sie erst installiert, diese Mods. Ich kenne sie noch nicht. Zoom. Ich habe doch einen Zoom-Mod noch drin. Physics-Menü. Schalter Neuladen. Schalter an. Wieso geht der Shader nicht? Ganz komisch. Habe ich den irgendwie kaputt gemacht mit einem der anderen Mods oder so? Ich habe ihn, bevor ich da diese Wolken und Physics-Mod reingetan habe, habe ich ihn getestet und er ging. Er war recht schnell. Wo sind wir jetzt? Da haben wir ein neues Dorf, ja. Also gucken wir noch. Noch mehr nach Nordosten, okay. Schade. Ich hätte gedacht, die Schatztruhe wäre, also der Schatz wäre ein bisschen in der Nähe. Jetzt verlieren wir halt wieder ein bisschen mehr Zeit. Ich hoffe einfach, sagt mir in die Kommentare, wenn ihr es langweilig findet, was ihr genau langweilig findet. Ich kann gerne mehr eben reden, ich kann ein gutes Thema für euch. Schreibt in die Kommentare, was ihr denn genau sehen wollt und ich mach's. Das ist für mich halt auch immer wieder schwierig, so ein Thema zu finden. Dürft ihr gerne euch ein bisschen Gedanken machen darüber, was ihr genau hören wollt für mich? Ja, ich habe jetzt gerade momentan einen Kameramann oder eine Kamerafrau eher gefunden für meine Vlogs. Also wenn ihr gerne Vlogs seht, habe ich da ja jetzt langsam mit einer neuen Kamera dann doch wieder auch ein bisschen mehr Zeit und Lust, ja, da irgendwas besser zu machen. Wenn ich selber eben Kameramann spielen muss, dann ist halt einfach die Qualität, oder dann seht ihr mir nicht zu nahe. Komm, ich spiele ein bisschen Bällchen. Ui, Bällchen spielen. Genau, ich weiß, wie ich den Part-Ding benenne. Oh, das ist ein kleines Baby. Ein Baby-Villager. Ich nenne ihn Drago spielt in Minecraft-Fußball. Mit Schulkeboxen. Ja, das passt wahrscheinlich dann nicht mehr. Schade. Die Glocke möchte ich mitnehmen. Wie die Glocke wegfällt. Wie geil. Also ich kannte den Physik-Mods, aber dass er so viele Physik-Einstellungen so hat, ich habe es natürlich umgestellt noch. Ja, natürlich. Drago macht das immer. Oh ja, Äpfel muss ich mitnehmen. Tschüss, gute Nacht. Ich bin der Plünderer von nebenan. Ich wohne da auf der Alm. Ich bin der Almheini. Ja, ist wichtig. Ich bin der Schweizer Alpheini.
Der macht immer Scheiße dagegen. Und wer hat es erlaubt? Ja, die Schweizer. Und wer hat es gemacht? Die Schweizer. Ja, genau. Von Ricola. Und Ricola ist bei mir in der Region gemacht worden und immer noch in Laufen, Basel-Land. Und das Anbaugebiet von den Ricola-Kräutern ist genau hinter einem Berg, hinter einem Hügel. Und deshalb bin ich ein bisschen stolz auf Ricola, weil ich früher auch immer gern. Okay, wir müssen das noch ein bisschen umstellen. Es ist noch ein bisschen komisch. Als ich das erste Mal in... Ah, die Villager sind auch sichtbar, als grünes Ding. Okay. Wer hat hier gerade... Hey, das sind die voll die bekifft... Ja, eben. Das sind die bekifftesten Dorfbewohner, die es gibt. Die haben einfach Gras in der Kirche. Genial. Ach, schön. Also das muss ich ein bisschen markieren. Dorf 2. Schön bekifft. Eine bekiffte Farbe. Ja, liebe Damen und Herren, ich sage das nicht gerne. Wirklich schöne Folge schon, mit vor allem den Mods auch. Wenn ihr Ideen habt, was ich noch für Mods, die nur optisch sind natürlich, oder einfach so ein bisschen serverlastig sind, oder noch nicht den Server irgendwie ja, auf dem Server auch funktionieren, dann dürft ihr die gerne auch in die Kommentare schreiben. Ihr seid nämlich nett, ihr macht das. Weil ich bin einfach manchmal ein bisschen verplant. Einfach ein Dusel. Oh, wie schön das aussieht. Ich bin einfach ein Mensch, der sich so versetzt in das Spiel. Ich habe meistens gar nicht so die Ideen oder so die Sachen dann hinten dran zu machen, weil ich auch immer farme. Ich tue einfach so viel farmen, dass es uns gut geht während den Folgen. Also, wenn ich es nicht gerne habe, dass ich irgendwelche Rohstoffe im Hintergrund noch farme oder so und es lieber gerne auch sehen wollt, dann dürft ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben. Aber so sind auch immer die Let's Plays gewesen. Das Langweilige hat man rausgeschnitten. Heutzutage übertreibt man ja sowieso mit Schnitten. Und ich habe mir so gedacht, ich werde wirklich eines bezahlen, monatlich oder jährlich. Aber ich weiß nicht, welches Schneideprogramm ich benutzen will. Bin leider mit Adobe Premiere auch nicht zufrieden gewesen. Ich habe die 2022er Version damals 2022 genutzt und ich war nicht zufrieden. Wahrscheinlich die 2023 Version auch nicht so toll. Bitte, bitte helfen. Gebt mir mal ein bisschen Einführung ein bisschen. Ich bin ein bisschen verplant, habe ich ja schon gesagt. Ich mache so viel Sport und du hast so viel nebenbei noch meine Zeit opfern fürs Grinding und Reißen, dass ihr das nicht sehen müsst. Ja, euch interessiert wahrscheinlich auch nicht so der World Generation Creator wie ich. Aber ich muss halt jetzt diese Biome und so finden. Ich brauche eine Wüste, ich will ja die Kamele auch noch irgendwie nach Hause bringen. Ich habe aber keine Wüste mehr gefunden, außer hier links. Und dort sind die Dörfer. Ah, vielleicht hier oben noch. Okay. Ich gehe mal hier zwischen dieser Folge und der nächsten Folge gehe ich noch nach dort oben. So, jetzt müssen wir immer noch nachlassen. Okay, weiterhin durch den Fluss schwimmen. Wie findet ihr Bootsfahren in Minecraft? Irgendwie langweilig, gell? Schade, dass ich die Schatzkarte nicht damals schon genommen habe. Ich bin einfach davon. Hätte es nicht machen sollen. Also hier muss ich durch den Wald. Schade. Hey, hallo. Meine Tasse ist sicher schon 3-4 Monate kaputt und ich habe sie immer noch. Ich bin so wenig am Kaufen momentan, sorry. Ich spare immer noch für eine gute Kamera zum Vlogs machen. Zum gute Vlogs machen. Aber Vlogs kommen im Allgemeinen nicht so gut an wie Let's Plays. YouTube hat sich halt schon stark wieder verändert. Ich weiß gar nicht, was ihr so mögt am liebsten. Ja, ich habe eine Umfrage gemacht und wollten sie privat leben. Aber ich habe kein Privatleben, weil ich in einer WG wohne. Ich kann euch nicht zeigen, wie ich koche. Oder wie ich aufräume. Es geht nicht. Es ist schade.
Aber sonst müsst ihr mich wirklich zwingen. Okay. So, da haben wir es wieder auf dem. Ein bisschen weiter oben. Also irgendwo hier in der Nähe ist es. Ah, jetzt kann er noch so in die Richtung. Ich habe das Boot echt lange gesucht, weil es so hell ist. Ja, es ist schwer, wisst ihr. Man hat zu viel Leben, man braucht zu viel Zeit. Aber ich mache es so gerne. Nur eben, ich möchte schon die Qualität natürlich immer noch steigern. Ich brauche halt noch viel Geld für einen Bildschirm, dass ihr wieder wissen, ja, dass ich einfach einen zweiten Bildschirm noch habe. Aber ich darf nicht so einen teuren kaufen. Ich brauche kein HDR, oder? Also wollt ihr von mir Spiele sehen in HDR? Kann ich schon. Kostet nur 500 Euro. Aber für mich sind 500 Euro schon sehr, sehr teuer. Weil die Kamera wird wahrscheinlich auch 750 Euro teuer sein. Es wird leider sehr, sehr viel kosten für mich. Ich bin ja auf dem Weg, Fußballprofi zu werden. Ich habe sogar schon einen Trainer gefunden. Nur der hat sehr wenig Zeit. Der ist momentan auch eher in Deutschland, irgendwo im Norden. In Thüringen, glaube ich. Und deshalb hat er noch nicht so Zeit für mich, aber eventuell im Herbst dann. Und dann gebe ich mir extrem Mühe. Da. Irgendwo da. Irgendwo dort, wo ich nicht will, dass der Schatz dort liegt. Noch ein bisschen in die Richtung. Beim Wasser. Okay, wir nutzen den Trick. Es ist schlecht, immer alles abzugraben. Es macht die Landschaften kaputt. Hier, oder? Nie nach unten buddeln, Drago. Sagt der TNT findet. Okay. Ich habe den Sand eingesammelt, dann brauche ich nicht. Mangrovenstamm brauchen wir zwei auch nicht. Glatter Stein. Lieber Gold noch mitnehmen. Jetzt des Meeres. Nee, ich brauche Blumen. Ja. Pfeile brauche ich eigentlich auch. Ja gut, dann mache ich das einfach ganz einfach. Nochmals kurz die Schulkerboxen füllen. Sollte schon noch etwas reinpassen. Aber Drago, der hat immer hat er zu viel. Das Inventar ist immer viel zu leer, zu voll, meine ich. Meine Güte, Schulkerboxen sind auch für nichts nütze. Viel zu kleines Inventar. Aber immerhin. Also, das reicht, komm. Jetzt habe ich sogar drei Bällchen. Wie geil der Mod ist. Ah, ich freue mich so. Also, wisst ihr was? Ich tue gleich mal das umstellen, damit ihr das seht. Also, ich habe das Mod-Menü. Das ist eine extra Mod. Dann geht ihr auf Mods. Dann geht ihr hier oben Konfiguration. Aber zuerst müsst ihr hier links natürlich Physics-Mod. Und dann hier auf Konfiguration oben rechts. Und dann habt ihr so einen schönen Shader. Und dann geht ihr auf Blocks. Und hier ist Lifetime-Varianz. Oh nein, hier oben, das da. Das macht ihr einfach nach oben. Mach's mal einfach mal um 10 mal mehr. Und wenn man jetzt einen Block abhält, sind die Partikel die ganze Zeit da. 40 Sekunden lang sind sie da. Na gut, ich warte nicht ab. Sonst seid ihr wieder gelangweilt. Jo. Eine Biene war gerade. Ja, eine Biene ist gerade auf dem Baum oben. So, also macht riesig viel Spaß. Sorry, wenn ich euch vielleicht ein bisschen langweile. Ich bin so fasziniert von Minecraft. Es macht mir einfach wegen den Updates, wegen den Block-Variationen echt viel Spaß. Ich meine, was ich bauen kann, was ich für eine Freiheit habe. Ich muss zuerst farmen, tut mir leid, falls ich euch für euch ein bisschen zu langsam baue.
ist schon was, kann schon ein bisschen langweiliger sein. Oder vielleicht wollt ihr sehen, wie ich halt den Ender-Dragon und so klatsche, aber bis ich mal zum Verzaubern komme, ist schwer. Ich möchte gerne dieses Ding hier mal dann leer räumen. Ich kann das zeigen. Aber falls ihr nicht wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Der Part ist übrigens eigentlich sofort dann da. Jo. Und ihr könnt dann wirklich schön fast in Realtime dann mir erklären, dass ich das nicht sehen wollte, wie ich das ein bisschen plündere. Aber es ist doch nett, wenn man sieht, ja, ich kann einen Azelotl nochmals fangen. Den anderen habe ich zu Hause, oder? Wo ist jetzt da? Ist er noch 850 Meter? Okay. Amethyst 1, genau, den habe ich gefunden. Den möchte ich, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Ich kann die Blöcke dann zu Hause zeigen. Weil es schon ein bisschen nervig zu erreichen. Weil es an einer Stelle, wo ich mich einfach um bei 12 Meter über den Nullpunkt gerade ausgebaut habe. Ich wollte nämlich Amethysten finden und ich wollte vor allem Spawner finden. Deshalb habe ich mich mal, genau wegen Eisen vor allem, habe ich mal auf der Ebene 12 mich durchgegraben, als würde ich jetzt einfach mal geradeaus farmen, das Tripman, und ich habe recht tolle Sachen gefunden. Ich habe zum Beispiel so einen Riss gefunden, ich habe einen Stollen, habe ich glaube ich nicht gefunden, aber ich habe einen Ort gefunden, der 20 Creeper beinhaltet hat. Da habe ich Glück gehabt, dass ich noch Keep Inventory anhabe, eigentlich Keep Inventory, Mob Griefing aushabe. Aber auf so Servern sollte man das halt schon aushaben. Jetzt hat man leider wegen den Spielern, die sich nicht so viel Mühe gibt, wie der Drago Basler, man hat überall Creeper-Löcher. Okay, ich bin nicht ganz so schlimm. Psst, ich hab's nicht. Ich mach's gerne. Meine Güte. Ah, heute habe ich die Nintendo Direct geschaut. Das war ich gestern. Ich bin jetzt am 23.30 Uhr am Aufnehmen. und ich habe mich gefreut über das neue Super Mario. Wie hieß es? Umbra oder so? Nein, nicht Umbra. Irgendwie ist ein komischer Name. So ein 2D Super Mario. Mega geil. Aber ja, bei dem, den ich geschaut habe, das Direct, hat gesagt, er findet es wie ein Handy-Game. Es ist ein bisschen schade, dass die Qualität so richtig runtergemacht wird, nur weil es mal fürs Handy zuerst geplant wurde und erst dann später zu einer Switch. Und ich wollte ja unbedingt nach einer Switch holen, stimmt. Ist es nicht schon zu spät? Habe ich überhaupt noch genug Lust? Warum möchte ich es überhaupt Let's Playern und Livestreamen? Keine Ahnung. Bitte motiviert mich. Aber ich kann nicht so viel Geld ausgeben momentan. Meine Güte, immer dieses Geld. Ich würge mich schon fast vor lauter Geld ausgeben. Ich habe so eine Übelkeit gegen Geld verdienen, Geld ausgeben. Ich gebe ja Geld verdienen auch. Aber vor allem das Geld ausgeben kann ich doch nicht so extrem. So, schnell, schnell, es ist Nacht bald. Komm, ich muss zu den Furzern. Wo sind meine Furzer? Da oben irgendwo diese grünen, blauen. Da sind die Furzer. Schlafen. Ah, da ist das. Ich bin einfach daneben durch. Ah ja. Aber schön, dass ich wieder hier bin. Ich habe ganz viele Dschungelbäume jetzt langsam. Ich habe alle angepflanzt. Jo, es gefällt mir sehr. Ein Monster haben wir fast nicht. Da unten haben wir irgendwo ein Monster. Was ist es? Ein Creeper. Nö. Hey, der ist weiter unten. Ist er hier? Der ist unter. Ist da unten eine Höhle? Kann sein. Oh, Kaktus ist bald gewachsen. Also, ich habe hier unten dran alles, was ich während den zwei Folgen, also der vorigen und dieser Folge, gefarmt habe. Hier reingetan. Und ihr seht es, ich habe recht viel Bäume abgebaut. Wieder hingepflanzt. Und ich habe... Warte kurz, ich mache die Sachen hier rein. So. Alle Sachen mal hier rein. Ah ja, die muss ich sowieso. Haben wir hier nur, haben wir irgendwo Bretter? Wie die kamen. Okay. Hier rein tun noch. Und dieser Schwanz des Meeres. Herz des Meeres. Sorry.
Heute bin ich ein bisschen perverser. Bin sonst ja gar nie pervers. So, was ist hier? Ah, hier ist der Stollen, also wo ich runterlege. Das ist ja erstmal diese Beeren, die muss man halt immer wieder abbauen, damit wieder neu prozentuell immer wieder Leuchtbeeren entstehen. Aber die entstehen nur mit 13% Wahrscheinlichkeit, glaube ich. Könnte mich irren. Aber ja, hier habe ich eben die Sachen deponiert, die ich da beim Amethyst-Geode gefunden habe. Schaufel habe ich zum Beispiel hier nicht kaputt gemacht. So. Nein, die muss ich auch hier lassen. Die raus. Ich tue, glaube ich, alles mal besser sortieren noch zwischen den Folgen. So. Da habe ich auch noch einen Block. Und hier habe ich vor allem die Mangrovenkeimlinge. Armbrust. Ich möchte die eigentlich noch nicht benutzen, nur verzaubert. Oh, da habe ich schon 2,5 Stacks. Wow. Und diese lasse ich auch. Ich will den lieber in der Schulkebox haben. Ja, der... jetzt weiß ich schon wieder den Namen nicht. Plutoyas. Der wird wahrscheinlich oder wird definitiv Mods für den Server machen. Das heißt, es wird bald Mods benötigt. Das ist einfach Pflicht, sonst können wir halt außer mit einem Ressource-Pack nicht andere Blöcke machen. Ressource-Blöcke sind immer so ein bisschen buggy. Ich will ein bisschen Bällchen probieren zu spawnen. Hey, gehen da nicht mehr? Doch. Aber sie werden nicht immer Fußball spielen. Wir spielen heute Fußball. Hey, wenn alle diesen Mod haben, können wir mal ein Turnier machen. Aber das wird, glaube ich, nicht synchronisiert. Dass es für die anderen irgendwo anders aussieht. Und hier habe ich eine Zuckerrohrfarm gebaut, damit wir endlich verzaubern können. Hui, wie das wegspringt. Oh, das ist der geilste Mod. Ich habe ihn früher mal in der Beta gespielt. Und jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr Beta oder so. Es wurde viel mehr ausgebaut. Hey, das ist so genial. Ich bin so erfreut über diesen. Es sind immer nur Fake-Teile. Aber ich kann sie nicht einsammeln. 13. Also tun wir die mal nach oben. Ich möchte jetzt schon ein paar Bücher machen. Genau, ich habe es ja gar noch nicht gesagt. Ich habe diese zwei Tiere. Die Schafe habe ich noch nicht eingesammelt, weil ich noch ein bisschen zu, habe noch zu wenig Zeit gehabt. Und ich habe extra die schönsten Zäune gebaut. Ja. Sorry, ich muss das machen. Ich bin nämlich Barbie, der Filmfan. Ich muss unbedingt den im Kino schauen. Hier habe ich eben auch noch ein bisschen weiter gebaut. Ich habe sie seitwärts angeordnet. Die waren ja hoch seitwärts ein Ding. Aber seitwärts sieht es natürlich schöner aus. Und eventuell machen wir hier auch ein bisschen weg, weil es nicht so schön aussieht. Ja, wir werden sehen, wie wir die Schöne machen. Aber nicht pink. Nicht pink. Also die Kühe waren da drüben und die Hühnchen waren da unten im Wald. Die waren ein bisschen weiter weg. Die Wolle habe ich einfach von dem Schaf dort geholt und geplatziert. Das ist eben dieser Trick, dass man drüber kann. Weil, ja, Tiere, vor allem im Singleplayer habe ich es gesehen, brechen sonst aus. Die wollen? Ja, die wollen gar nicht. Meine Güte, bin ich gerade blöd. Hühnchen wollen ja nur Körner, nicht Weizen. Oh, ich bin so blöd. Ja, ich bin jetzt momentan echt müde. Sorry. Das ist die Müdigkeit. Das ist nur die Müdigkeit, das ist nicht meine Tollpatschigkeit. Ich bin gern tollpatschig. Es macht ja auch mehr Spaß, wenn man sich nicht so Mühe gibt. Sagt er, dass sich immer so viel Mühe gibt. Meine Güte, machen diese Kakteen Müll. Voll der Müll. Aber wollt ihr mal etwas sehen, was auch noch lustig ist? Das müsst ihr unbedingt sehen, ich bin falsch. Physics-Mod. Ich mach das jetzt mal. Hey.
Bei General? Hä? Ich hatte doch das. Dynamic Blocks. Was ist Dynamics Blocks? Provision. Nein, ich muss monatlich bezahlen wahrscheinlich. Ich muss da mal nachschauen. Blocks. Hä? Ah, bei Animation ist es. Ja, okay. Dachte schon, es existiert nicht. Ah, das habe ich ein bisschen runter geschafft. Das kann ich wieder ein bisschen hoch machen. Und 40 Sekunden ist auch genug kurz. So. Das geht jetzt noch nicht. Hä? Ich verstehe den Mod nicht. Wieso geht das jetzt nicht? Oder muss ich das abbauen? Ich mache mal so einen Kirschblütenbaum. Hä? Das ist doch keine Explosion. Also bei mir waren so Feuerpartikel. Wieso sind die jetzt nicht? Das ist wieder, wenn du aufnimmst, geht alles schief. Schlimm. Tu euch vielleicht ein bisschen zu fest aufladen. Und ich muss das... Ich muss das Faktor... Oh mein Gott! Dieses Geräusch von einem Creeper. Hä? Okay. Verstehe ich das jetzt nicht? Ah, jetzt! Ist gut! Ich weiß, es hört auf! Meine Ohren! Ja, ich hab's lauter als ihr. Meine Güte! Schlimm! Weg damit! Portal, das will ich mal sehen. Ist sicher so ein End wegschmilzt. Nein, nicht das. Es hat sich noch nicht aktualisiert. Weg damit! Portal, Portal, komm, aktiviere! Passiert ja gar nichts. Wo Portal? Ich sehe nichts, Portal. Kommt das erst nach 40 Sekunden? Oh nein, jetzt habe ich das ja mit 40 Sekunden eingestellt. Wie findet ihr es am schönsten? Was soll ich lassen? Bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich brauche eure Kommentare, sie sind wichtig. Sonst überlebe ich das nicht. Bitte mehr Kommentare schreiben. Ab und zu schon, aber relativ... Ah ja, genau diese pinken Enderkristalle aus dieser Wolke. Genau. Okay. Also, ich habe ja schon ein bisschen erklärt, wie ich den Baum machen will. Und ich komme in diesem Part schon wieder nicht zum Baumbauen. Dann soll ich mal anfangen. Draco macht's nicht. Draco ist zu faul. Er will nicht arbeiten. Nee, ich mache es so schnell wie möglich. Aber ich brauche eben noch ein bisschen Vorbereitungszeit, um alle Rohstoffe zu haben. Ich will ja das Dorf da unten ausbauen. Solange ich noch in Ruhe gelassen werde. Bis ich dann wieder nicht mehr in Ruhe gelassen werde und das ganze Dorf ausstirbt, möchte ich das Dorf gerne noch ein bisschen haben. Und das könnten wir eigentlich in diesem Part noch machen. Ich schau mal kurz. Nein, wir haben schon 33, 40. Okay, schade. Aber das muss ich unbedingt noch umstellen, bevor es dunkel wird. Also im nächsten Part mit dem Dorf und dann anfangen zu bauen. Blocks, Portal machen wir. Splash ist wahrscheinlich Wasser. Komm, wir machen Bones. Bones der Bones. Und wieder ein bisschen zurück. Ich will nur 20 Sekunden. Ja, 21 Sekunden. So, das sehen wir dann das nächste Mal. Und die Kirsche bin so geil. Ich mag's. Minecraft ist so viel geiler mit diesen Mods. So genial. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.